Ja, aber wie wollen die denn ihr Leben im Spiel auf die Reihe bekommen? Das macht doch gar keinen Sinn. Sie sind doch trotzdem im Spiel. Oder meinst du damit, dass sie im Spiel klarkommen? Achso, bei Lock Horizon, okay. Von wann ist der? Im Spiel klarkommen, okay. Wahrscheinlich auch auf proxer.me. Da gibt es ja so gut wie alles. Da kann man sterben. Bei Ace Attorney. Ach so, Game Over meinst du, okay. Ist natürlich auch im echten Leben so, wenn man als Anwalt mal einen Fall verliert, ist das wie ein kleiner Tod. Das war nicht gut. Genau, Mann, objecten. La 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 la. Halo 5? Nee, mit Halo 5 habe ich nichts zu tun. Ich habe ja immer noch nicht mal diese Halo Master Chief Collection aufgemacht. Die habe ich mir nur wegen der Serie gekauft und da die nicht so gut sein sollte, habe ich dann überhaupt gar nicht mehr geguckt. Evangelion ist natürlich super gut. Da gibt es ja jetzt einen Bullet Train, der bis 2017, ich glaube, nach Okinawa fährt oder wo auch immer hin in Japan. Miximorph. Mich nervt es voll, dass Persona 5 so weit nach hinten verschoben worden ist. Vor Ruhe? Meinst du vor Honor oder was? Willst du es die Reihe nach dann spielen? Und natürlich auch Vorteile, ne? Nicht mittendrin einzusteigen. Ich denke, For Honor kommt frühestens 2017 raus. Das ist noch so lange hin. Ich denke, die sollten vor allen Dingen mal gucken, dass sie Assassin's Creed nächstes Jahr nicht rausbringen. Weil irgendwie, für mich persönlich ist die Luft raus. Na, lasst es nicht die Schule hören, Joschkev.
Ich weiß aus seriösen Quellen, dass alle eure Lehrer hier zugucken jeden Samstagabend. Nee, das werde ich nicht spielen. Ich bin ein bisschen... Bei mir ist die Luft raus, was die Tales of Serie angeht. Apropos Englisch, wollt ihr mal eine ganz dumme Geschichte hören? Und zwar, Dragon Quest Heroes wird der absolute Scheißdreck. Das ist ja auch nur wieder so ein Dynasty Warriors Gedöns. Also ganz ehrlich, das würde ich noch nicht mal mit der Kneifzange holen. Servus Super Looter. Und zwar die Geschichte. Folgendes, ich habe ja erst so richtig Englisch gelernt oder selber mich für Englisch interessiert mit dem Super Nintendo Rollenspiel Breath of Fire 2. Und da gab es eine Stelle bei dem Spiel, da musste man einen Aufzug benutzen, um nach unten zu fahren. In den Keller. Und ich war zu blöd, um den Aufzugsknopf zu finden. Macht er die ganze Zeit rum und findet das nicht. Und damals gab es halt noch kein Internet. Und vor allen Dingen auch so Bezahl-Hotlines. Da musstest du für, wie so eine Porno-Hotline, musstest du anrufen und 3 Mark oder was die Minute bezahlen. Dafür, dass sie dir Tipps gegeben haben. Und ich rufe da an und die sagen mir, wo liegt denn da das Problem? Du musst da einfach nur den Knopf drücken. Ich habe ein paar Mal angerufen. Hab gedacht, die verarschen mich. Bis ich dann irgendwann, nach einem halben Tag oder was, dann festgestellt habe, scheiße, ich hätte mich einfach nur in der einen Ecke nach links drehen müssen und auf der Wand was drücken und fertig wäre es gewesen, ey. Da haben wir bestimmt 15 Mark oder was, also, wie viel ist das in jetzt Geld? 7,50 Euro dafür bezahlt, nur weil ich so blöd war. Und andersrum meine Familie ebenfalls. Der Beste im Englischwettbewerb, Joschkev, du hast ja versteckte oder verborgene Talente. Wasteland 2 werde ich nicht spielen, weil es einfach nicht gut genug ist, meines Erachtens. Vom Kampfsystem her. Ich habe eben gerade gelesen, Dragon Ball Z, extreme Bluthoden. Wie, deine Mutter ist weggeflogen, deswegen musstest du wegziehen. Wie, bis Montag? Dann bist du doch einfach nur irgendwo anders. Oder bist du jetzt umgezogen, hä? Oder musst du jetzt bis Montag wegziehen? Okay, jetzt für immer oder nur für bis Montag? Wer die Schwester? Oh, das ist aber nicht gut. Die Tante. Du, das sagen die immer. Die Lehrer sagen das immer. Und weißt du warum? Weil die wollen, dass man was tut. Die erzählen dir das Blaue vom Himmel, Hauptsache du machst was. Wo wir vorhin das Thema von Referaten hatten. Mein letztes Schulreferat, das ich jemals gehalten habe, in Anführungszeichen, war in Mathematik. Das habe ich aber nie gehalten.
bin da irgendwie, ich weiß nicht mehr warum, ich habe den Raum nicht gefunden oder ich war eh nie da, ich habe keine Ahnung. Und habe aber dann trotzdem noch 7 Punkte drauf bekommen auf das Referat, obwohl ich es nie gehalten habe, weil ich sonst jetzt zum Abitur zugelassen worden wäre. Was? Das finde ich frech. Aus einer 1 eine 3 machen ist ein bisschen assi, finde ich. Nach meiner Meinung ist mündlich doch Pieplatte egal. Ich war in Englisch immer ein Dreierkandidat. Das finde ich nicht fair. Ehrlich gesagt. Das mit der 3 finde ich absolut nicht fair. Das, also eine 2 könnte ich nachvollziehen irgendwo. Aber doch keine 3. Guck mal, wenn du nur Einsen schreiben würdest, ne? Und dafür dann 49% oder was vom Unterricht überhaupt nicht da wärst und deshalb nur eine 1 im, also eine 6 im Mündlichen bekommen würdest, dann müsstest du ja eine 3 bekommen irgendwie. Weißt du, wie ich meine? Also, keine Ahnung. Weil das hatte ich nämlich in Biologie. Da war ich irgendwie 2 und war dann aber nie da und habe deswegen 6, nee, eine 5 habe ich noch bekommen. Eine 5 in Anwesenheit bzw. mündliches. Genau. Weil ich gerade noch so diese vorgegebene Zeit anwesend war. Ich war, wie ihr merkt, kein guter Schüler. Vor allen Dingen war ich so gut wie nie in der Schule. Viel gearbeitet, sage ich dir, nur gearbeitet. Nö, wieso? Ich komme ohne Zeigen auch ganz gut klar. Und vor allen Dingen, da ich jetzt weiß, dass es Leute gibt, die hier aus meiner Stadt kommen, die den Stream gucken und auch die YouTube-Videos, tue ich mich hier umso weniger gern zeigen. Es gibt schöne Bilder von ihm, okay. Wie kannst du denn einen See abfackeln? Wie geht das denn bitte? Wie meinst du das, wo ich dann war? Zu Hause? Und Computerspielen und so. Viel WoW und so. Ah, das kriegst du hin mit den Referaten, ganz bestimmt. Der Trick an der Sache ist, immer so zu tun, als hättest du voll die Ahnung von dem, was du redest. Du musst die Leute einfach nur überzeugen, dass das, was du erzählst, total gut und super ist. Dann ist die Hälfte schon gewonnen. Besser geht's gar nicht. Das war auch immer mein Trick auf der Uni. Ich habe immer nur so getan, als ob. Siehst du, dann kennst du dich ja schon aus. Man muss sich immer gut mit den Lehrern und mit den Dozenten und den Professoren stellen. Und wenn das geklappt hat, dann ist der Rest schon echt einfach. Das ist doch gut gewesen, Joschkev. Mit Nachteilen oder ohne Nachteilen?
über Demenz. Und weißt du, was ich gemacht hätte, Super Luther? Ich hätte mich hingestellt und hätte gesagt, so, ich halte heute ein Referat über... Was mache ich eigentlich hier? Wer seid ihr? Wer bin ich? Und dann wäre mein Referat zu Ende gewesen. Fertig. Bitte was? Fake-Seiten? Was? Na, immerhin dann. Joschkev, was für ein Name? Hallo? Rektalin oder was? Wie Fake-Seiten? Willst du mich verarschen? Also ich weiß von einer Fake-Seite. Moment. Ja, das ist auf jeden Fall eine schöne Technik. Was ist denn bei Do.com? Alter, wo haben die denn diese Bilder her? Die haben sogar Bilder von Freunden bei unter meinem Namen da. Wieso denn das? Was ist denn hier los? Ich habe mich gerade selbst gegoogelt. Ja, genau, ohne Scheiß. Mich gegoogelt, okay. Weiß nicht, ob ich das so gut finde. Aber es kamen nur alte Säcke raus. Alter. Das ist ja mal gut. Du bist ein alter Sack. Ja, Rektalin wirklich. Das ist denn mein Name, so heiße ich nicht. Nein. Ich heiße Ernest van Cloister. So heiße ich. Ernest van Cloister. Falls ihr mich googeln wollt. Nein. Ernest van Cloister.
Eure Schulwebseite ist down, warum das denn? Hat jemand gehackt? Polreflektor hat so ein bisschen was von Matrix, finde ich. Matrix auf Schwarz-Weiß. Das könnte tatsächlich direkt von mir sein. Ist es aber nicht. Wissen die das bei dir an der Schule oder guckt da nur niemand einer rein? Wie kannst du denn bei dir selber einbrechen? Und warum? Hast du Schlüssel verloren oder was? Oder musst du jetzt deshalb umziehen? Dö-dö. Wieso wurde die gehackt? Was wollten die? Die sind ja lustig. Die sind ja lustig. Ja, wie jetzt? Bist du in Brasilien oder was? Bin total verwirrt. Ziehst du nach Brasilien? Zu deiner Tante dann oder was? Du bist bei einer Freundin. Ich weiß auch nicht mit Hackfleisch. Das ist mir gerade alles ein bisschen unheimlich hier im Chat. Ach so, ja, ja, gehacktes, klar. Jetzt verstehe ich. Warum ist das die beste? Okay, das ist eine gute Begründung. Ja, aber musst du jetzt nach Brasilien umziehen oder das habe ich immer noch nicht verstanden. Ja, kein Mobbing ist ja schon mal gut. Okay, aber du bist bei einer Freundin. Und ist das auch deine Freundin oder ist das eine Freundin? Was sagen ihre Eltern dazu? Ach, eine Freundin deiner Mutter. Okay, okay. Das erklärt einiges. Ah, wisst ihr, was auch ein guter Anime ist? Fällt mir gerade ein, so random. Knights of Sidonia. Oder Sidonia, wie auch immer. Wahnsinns-Anime. Da geht's um, also es ist ein Science-Fiction-Anime und da geht's um einen Omeka und um eine Erdkolonie oder eine Menschenkolonie, die durch das Weltall fliegt, durch den Weltraum und von irgendwelchen übernatürlichen, riesen biologischen
Massemonstern, sage ich jetzt einfach mal, gejagt werden. Die versuchen sie umzubringen. Die können verschiedene Formen annehmen, sind teilweise riesengroß, größer als Asteroiden und so weiter und so fort. Und die versuchen halt quasi, ich weiß jetzt nicht, ob die, weil das ist noch mitten so in der Entstehungsgeschichte, sage ich mal. Ich weiß nicht, ob die neuen Planeten suchen oder einfach irgendwie unterwegs sind. Auf jeden Fall versuchen die nicht zu sterben und irgendwohin anzukommen. Das ist total die super Kurzfassung. Ich glaube, da hat jetzt jeder Lust drauf. Tokyo Ghoul. Schon viel gehört, aber nie gesehen. Die Schule kenne ich, auf der war ich. Haben wir hier einen Profi-Stalker oder was? Ja, auf der Schule war ich. Laber keinen Scheiß jetzt. Warum? Ja, aber woher wissen die das denn? Das gibt's doch gar nicht. Die Pony Boys. Ne, die Pony Bobs. Noch schlimmer. Ach, das werden wir noch aufholen, das mit dem B-Rang. Die Musik ist gut. Sagt mal, sollte nicht auch Yo-Kai Watch diesen Winter rauskommen? ...2016 erst. Hey, wieso habe ich denn jetzt lösen gedrückt? Sag mal, bin ich denn doof? Nee, nichts verpasst. Echt? Ich hasse Nintendo, ey. Die machen nur Quark. Seit 50 Stunden gegen dieses Drecksteam. Oh, oh, bitter, bitter. Nee, Pokémon Go, der wird ja nicht so wie der Trailer werden. Das ist ja Beschiss. Davon darfst du nicht ausgehen. Das ist ganz viel mit Pappmaché gemacht. Nur eine Stunde. Ich würde länger Pause machen.
Big Rigs, okay. Wisst ihr, was ich mir kaufen will? Es gibt ein Spiel für die Xbox One, das ich mir sehr gerne kaufen will. Und zwar heißt das Rare Replay oder sowas. Und warum finde ich das gut? Weil da alle Titel von Rare drauf sind, sofern das geht, halt lizenzrechtlich. GoldenEye ist, glaube ich, nicht mehr drauf. Aber dafür ist ein anderes Spiel drauf vom Nintendo 64. Und zwar nennt sich das Blast Corps. Da habe ich so irre Bock drauf, das könnt ihr gar nicht glauben. Und ich weiß nicht, ob ihr es kennt, aber ich erkläre euch vielleicht für die, die es nicht kennen, worum es geht. Und zwar gibt es da einen LKW mit einer Atombombe drauf und der LKW fährt einfach stur in eine Richtung, weil er irgendwie aus der Kontrolle geraten ist. Und du musst versuchen, alles platt zu machen. In seinem Weg, damit eben die Atombombe nicht explodiert. Der Cameo ist, also ist drin, es sind irgendwie über 30 Spiele oder was. Battletoads ist mit dabei. Weiß ich nicht, glaube nicht. Vielleicht, weiß ich nicht. Ich denke, das kann schon ganz cool sein als Let's Play. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ich fand GoldenEye richtig toll. Mittlerweile kann ich es aber nicht mehr spielen. Weil einfach, ich komme mit der Steuerung nicht klar. Ja, ich weiß, ihr erzählt habt ihr es mir schon, aber ich habe es immer noch nicht geguckt. Und ich glaube, ich bin auch froh drum. La 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 la. Vielleicht muss ich das nachher doch mal gucken. Rein jetzt aus Fortbildungsgründen. Wie heißt das nochmal? Boku no Pico. Was heißt das? Ich bin nicht wählerisch, oder was? Weil ich weiß nicht, was Pico bedeuten soll. Was? Die sind ja gemein, deine Eltern. Das ist ja frech. Die wollen dich nicht haben. Achso, ist ein Charakter. Wo kann man das denn gucken? Falls man das rein aus wissenschaftlicher Neugier heraus mal sehen wollen würde. Was sind denn gewisse Seiten? Ich kenne mich mit gewissen Seiten nicht so aus. Auf proxer.me, okay. Hentai Heaven? Entei-Seiten? Ist der älteste Mitglied wahrscheinlich. Also wenn ich Hentais gucke, dann nur wegen der Story und der tiefen Charakterzeichnung. Stammbesucher, der ist auch gut. Du hältst der Seite quasi die Stange, oder was?
Willkommen zurück. Hier, darüber macht man keine Witze. Wenn Luther da Gründungsmitglied wäre, dann ist Luther heute reich. Der wäre reich, ohne Scheiß. Glaub mir das. Glaubt ihr, wie viel Kohle man da macht mit den ganzen Links und hast du nicht gesehen? Also, beziehungsweise, ja, logisch. Mit der ganzen Werbung, die es da wahrscheinlich gibt. Am Ende gibt es dann eine Subscription oder so. Wie, gibt es Leute, die das illegal machen, auf den Knopf drücken? Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Gibt es wirklich Leute, die ihr Geburtsdatum faken? Und hast du das etwa gemacht, Josh Kev? Vorher meine ich, bevor du legal warst, als du noch ein Illegaler warst, sozusagen. Du wirst 13, aber kennst dich gut aus. Das wird gut. Früh übt sich, wer Profi werden will. Hast du deinen Geburtstag gehabt? Gamer LP? Dann alles Gute nachträglich, Gamer LP, zu deinem Geburtstag. Ich hoffe, du hast schön gefeiert. Also, weil die Antwort so schön ist, muss ich sagen, ja, die hatte keinen Mund. Ob das wirklich so ist, weiß ich nicht. In 3 Tagen 15, auch nicht schlecht. Dann darfst du ja bald Bier trinken, in einem Jahr. Keine Ursache. Das war doch kein Sarkasmus. Ich habe mir ein Buch gekauft zu Computerspielen und zwar heißt es 555 unnütze Fakten zu Videospielen oder so. Irgendwas mit Gamerwissen, bla bla bla. Hab jetzt da nicht reingeguckt, aber das war gar nicht so teuer. 6 Euro oder so. Werde ich mir auf jeden Fall nochmal angucken, weil ich denke, das wird ganz lustig. Ich denke, ich werde nachher auch nochmal ein Bier trinken. Und zwar ein schönes Karamalz. Das ist super gut. Trinke ich jeden Tag. Karamalz. Beste überhaupt. Schön kalt aus dem Kühlschrank. Das wäre ja fast eine Idee. Weil ich habe mich mit Suevo und meinem anderen Bruder darauf geeinigt, dass wir uns jede Woche einen Karamalzkasten bestellen. Weil es einfach super gut ist. Was? Noch nie geraucht, keine Drogen genommen, kein Alkohol getrunken? Respekt! Sehr gut und weiter so, Joschke. Kann ich dir auch nur empfehlen, du verpasst gar nichts. Gerade beim Alkoholtrinken, nicht? Sehr gute Einstellung.
Bitte was? Was? Wie Patienten? Was für einen Patienten? Hallo? Jetzt wird's aber verrückt. Aber Toni, du bist ja auch erst 14. Da kann doch so viel passieren. Gruppenzwang und sowas. Ich sag euch, also ich wurde damals mit 16 tatsächlich genötigt, Alkohol zu trinken von einer Gruppe Gleichaltriger, die gesagt haben, wir sind hier in einer Kneipe und du trinkst jetzt auch Alkohol, und ich habe, zu meiner Schande, muss ich das eingestehen, willentlich ja gesagt und habe gesagt, okay. Und dann habe ich eine ganz wilde Zeit gehabt, habe mich jeden Tag abgeschossen. Ach, was war das für eine Zeit? Schrecklich und gar nichts, was ich anderen Leuten empfehlen würde. Schade, da kriege ich tatsächlich noch ein Tor rein. Wir müssen kämpfen. Echt? Mit 12? Was sagen die Lehrer dazu? Gar nichts, oder was? Wie geht das denn? Ja, Joschkev, du hast aber auch ein Adlerauge. Ich habe gedacht, ich kann es vertuschen, aber Joschkev hat es gemerkt. Ich stand unter eurem Alkoholeinfluss. Ach, die wissen es nicht. Ja, wie machen die das denn? Rauchen die dann da in der Pause irgendwo außerhalb der Schule? Auch schlimm, dass es die Lehrer überhaupt nicht interessiert. Und rauchen selber eine, ne? Schrecklich ist das, schrecklich. Das gehört verboten. Genau, die geben alle nur Geld aus, um zu sterben. Ja, wie im Moment, Toni. Du schreibst, sie rauchen nicht in der Schule, sondern auf dem Weg nach Hause oder in der Schule. Da stimmt doch was nicht. Ja, der weiß ja auch Bescheid. Der weiß, wie schlimm Rauchen ist. Hat wahrscheinlich selber Lungenkrebs im Endstadion. Stadion. Klar, Sascha. Alles klar. Mein alter Geschichtslehrer ist an Eukalyptusbonbons gestorben. Glaube ich. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Aber der war ganz früher ganz starker Raucher und ist dann auf die Bonbons umgeswitcht. Wegen dem Geschmack und mentholhaltigen, wie auch immer. Und dann ist er irgendwann gestorben. Ach was. Lehrer dürfen das auch nicht auf dem Schulhof. Das ist ja mal interessant zu wissen. Keine Ahnung, was steht da auf dem Grab? Ah, der ist... Oh, Mann. Super Looter, der war ja super. Genau, als Sportler sollte man auch nicht rauchen, da hast du vollkommen recht. Man muss ja leistungsfähig sein.
Ein Afrikaner? Der war gemein eigentlich, die Antwort. Naja, ich meine, der Grund ist ja letztendlich zweitrangig. Jeder Grund, der für einen selber zählt und hilft, dann aufzuhören, ist richtig, denke ich. Und Hut ab vor deiner Mutti, dass sie dann wirklich aufgehört hat zu rauchen. Das schafft ja auch nicht jeder. Ein Schneemann? Ich schüchterne Milch? Ach du Scheiße. Wie kann denn eine Milch schüchtern sein? Ach was, nur weil es ein Flachwitz war. Dupp. Ich kenne auch einen ganz alten und ganz schlechten Flachwitz, und zwar rollt eine Kugel um die Ecke und fällt um. Naja, dafür ist er auch alt genug. Keine Ahnung, was ist das Gegenteil? Ah, Rehhintermaus, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Maler. Das ist voll schwer hier, was sie erzählt. Gibt's ja gar nicht. Die Maurer. Ja, macht natürlich Sinn, ne? Warum? Keine Ahnung. Weil die gerne essen? Ah, ja, alles klar. Sie verputzen ganze Häuser. Sehr gut. Das wird noch ein Tor geben. Alter, jetzt wird's wieder schweinig. Fritzchen beobachtet seine Eltern beim Sex. Am nächsten Tag kommt der Vater in die Küche und sieht, wie Fritzchen seine Was? Wenn du meine Mutter knallst, knall ich deine. Hallo? Das ist ja mal... Das ist ganz, ganz schrecklich. Und das ist... Also, keine Ahnung hier. Das ist, ja. Ein brennender Zottelbarsch. Keine Ahnung. Weiß ja nicht mal, was Zottelbarsch ist. Habe ich gerade erfunden. Falls es den noch nicht gegeben haben sollte, gehört er mir. Du mit einem Feuerzeug. Ah, ah, ein Kaminchen. Ach du Scheiße, Mann. Jetzt geht's aber los. Ist der Beste bisher. Oh, sie hat Lied der drei Reiche gelernt. Sehr gut. Die Bodycheckers. Macht nichts, der Witz war trotzdem gut. So Leute, das wird jetzt für heute Abend das letzte Spiel sein.
Im wahrsten Sinne des Wortes ist das eine schöne Technik. Ah, der war auch gut. Jesus' Freunde waren Jünger. Egal wie gut du fährst, Züge fahren Güter. Ja, also wir machen das so. Nächsten Samstag fange ich um 19 Uhr schon an oder 19.15 Uhr. Dann machen wir eine Stunde lang Mario Maker. Das heißt, wenn ihr selber Mario Maker habt und außer dem LG, der mir schon ein Level geschickt hat, auch noch Level schicken wollt oder dann live quasi durchgeben möchtet, ich werde die versuchen zu spielen. Ich sag bewusst versuchen, weil ich bin nicht der beste Mario-Spieler. Und es könnte sein, dass ich vielleicht zu blöd für den Level bin. Was ich nicht ausschließen möchte. Der erste Dichter, keine Ahnung, wer war das? Oh, dichter Nebel, ah. Oh, Mann. Das war bitter. Der ist auch gut. Jetzt wird es aber wieder unterirdisch hier, ne? Meerjungfrau. Auch gut aus. Also hier. Das Ding. Hier, ich kenne auch einen Fritzchenwitz. Einen ganz alten. Lass mich kurz nachdenken, ob ich den nochmal zusammenbekomme. Und zwar. Fritzchen und sein Opa fahren mit dem Zug. Ne? Und gegenüber, die sitzen so in einem Abteil, gegenüber von ihnen sitzt ein, ja, wie soll ich sagen, ein junger Mann mit einem Dackel, ne? Der hat ihn da halt mit dabei im Zug. Und, nee, der Witz, ich hab ihn vergessen. Ganz ehrlich, ich hab ihn vergessen. Es ging. Verdammt, ich bin so scheiße, was Witze erzählen angeht. Ein Kugelbär? Schreibär? Eine Schreierei? Ach, Kugelschreibär, ach Mann. Anmachsprüche, da bin ich noch schlechter. Warte mal, ich kann hier was. Der ist gemein und politisch inkorrekt. Und zwar, guck mal hier, ich hab Geld. Du stinkst, lass duschen. Auch gut. Okay, anlöffeln, alles klar. Ihr seid zu einsam. Ja, erzählt noch mal mehr. Also Anmachsprüche finde ich interessant.
Das ist aber ein komischer Anmachspruch, Joschke. Ohne Reue. Ich kenne einen guten Anmachspruch auf Englisch, und zwar My pen is large. Im Bereich des schwarzen Humors, ja, seid ihr auch nicht verübelt. Bombenscharf. Also, den finde ich nicht so gut. Nein, der ist richtig gut hier. Der ist heftig. Super. Alter. Der ist so geil. Ah, super, den finde ich super gut. Ist der Beste heute Abend. Unscheiße, ey. Warum könnte ich immer auflösen? Bin ich denn blöd? Meine Fresse. Hol dir den Ball. Du hast ein Buch? Ein Witzebuch? Oder hast du selbst ein Witzebuch geschrieben? Über schwarzen Humor, sehr schön. Jetzt bin ich mal gespannt. Der kann ja nur rassistisch werden am Ende. Er wird noch schreiben. Ja, ich glaube, das war der Witz. Der Witz an der Sache ist, es gibt gar keinen Witz. Ende der ersten Halbzeit.
Ah, der war schlecht. Mafulu, der war schlecht. Das ist ja bitter. Das ist ja bitter. Joschkev, der ist bitter. Den habe ich, glaube ich, schon mal bei The Big Bang Theory gehört. Aber sicher bin ich mir nicht. Keine Ahnung, warum gibt es da keinen Snickers? Also die Witze, die sind ja richtig krasso, würde ich sagen, hier. Wenn es einmal läuft, dann läuft. Ja, also das würde mich jetzt nicht wundern, dass es in der Bild steht. Los, hol dir deinen Kampfgeist, Junge. Entfesseln! Weißt du, wenn du da bis nach Hause hinterherläufst, dann kriegst du wahrscheinlich eine Anzeige wegen Stalking. Super Looter, den würde ich wahrscheinlich nie im echten Leben irgendwo anbringen, weil der ist schon arg creepy irgendwie. Leave me alone. Oh Mann, der ist gut. Sehr schön, sehr schön. Lepra-Kranke. Kennt ihr Manta-Witze? Wisst ihr überhaupt, was ein Manta ist? Das verstehe ich nicht. Mafulu, den Witz habe ich nicht kapiert. Der ist auch gut. Der ist auch gut. Die Warnung nicht verstanden. Tschüss, Mafulu. Schönen Abend wünsche ich dir noch.
Ja, ne? Ist ja immer so. Von hin zu kommen, so wieder zurück. Komm schon, komm schon! Laufen! Dann aber gleich hier. Das ist ja so eine Art Kausalitätskette, die du da aufzeigen willst. Servus, der Chaos. Schön, dass du kommst. Wir liegen in den letzten Zügen. Junge, lauf und schieß ein Tor. Schieß doch ein Tor. Bam, 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 bam. Der ist auch gut, Shadow. Super. Mein Mäuschen. Sehr schön, sehr schön. Subtil und doch gemein, finde ich gut. Weiß ich nicht, ob ich arg streamen werde. Oh, und was hast du gegessen bei McDonald's? Ja, hört sich auf jeden Fall echt gut an, das Buch. Ich denke, spätestens wenn es auf Konsolen kommt, werde ich streamen. Weil auf PC ist es doch relativ intensiv von den Ressourcen her, denke ich. Spiel beendet. Da sind wir doch weit gekommen in der Tour. Spezialriegel, auch nett. Gibt aber immer noch dicke Level-Ups, das finde ich gut. Es nennt sich Schwarzer Humor. Witze, die große Witzesammlung für eine Bombenstimmung. Okay. Also alle, die Shadows Witze gut fanden, hier wisst ihr, wo ihr sie finden könnt. Ich bedanke mich bei euch allen für das heutige Dasein bei dem Stream. Wir machen heute, oder ich mache jetzt Schluss. Wir streamen am Samstag um 19 Uhr wieder. So. Also. Gutes Nächtle.